Ja, servus, willkommen zu einer neuen Runde unserer Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Matt Burago, und wir sind im Tempel der Jedis, beziehungsweise im Tal der Jedis. So, da haben wir ein paar Schüler nett am Kämpfen. Wir sind, ja, was sind denn wir? Wir gucken mal kurz auf unserem Missionspad, was da so ansteht. Luke Skywalker treffen. Hallo, Luke. So, schauen wir uns doch mal hier um. Nette Glasfüßböden. Schicke Nische, wo es nicht weitergeht. Da drüben scheint auch nicht weiterzugehen. Also wird es wahrscheinlich hier entlang. Letztes Mal mit dem Fahrstuhl nach oben und der Fahrstuhl geht noch weiter nach oben. Deswegen würde ich sagen, betätigen wir denn diesen hier erstmal. Wenn wir den richtigen Knopf gefunden haben. So, und jetzt. Ja, jetzt sind wir im oberen Geschoss. Aha, hier geht der Weg lang. Schauen wir mal. Große Tür. Und da ist Luke persönlich. Der gute alte Luke Skywalker. Man kann sich schon fast denken, warum wir hier sind. Und zwar, wir sind auf der Suche nach unserem Lichtschwert. Weil der gute alte Kane wieder ein Jedi-Ritter sein möchte. Mal sehen, was Luke erzählt. Skywalker? Du bist wegen deines Lichtschwerts gekommen. Super gemacht. Ja. Nach all den Jahren? Meine Jan wurde ermordet. Von einem Jedi-Ritter. Er heißt Desan. Du kennst ihn? Ich konnte eine Erschütterung der Macht spüren. Oh, ich werde dir über Desan erzählen, während deine Prüfung vorbereitet wird. Prüfung? Nur ein kleiner Test, wie du nach der langen Zeit mit dem Lichtschwert zurechtkommst. Auch in deiner sehr ungeübten Verfassung sollte es dir nicht zu schwer fallen. Warum könnt ihr Jedi-Ritter Dinge nie auf die einfache Art machen? Wenn die Jedi-Ritter den einfachen Weg gehen würden, gäbe es Millionen von uns anstelle von lediglich Dutzenden. Nimm zum Beispiel Desan. Er wurde auf einem Planeten geboren, auf dem die Macht unbekannt war. Auf dem er durch seine scheinbar magischen Fähigkeiten gefürchtet war und von seinem Umfeld ausgestoßen wurde. Seine Kindheit war erfüllt von Einsamkeit und Verzweiflung, bis ein reisender Händler ihn entdeckte, die Macht in ihm erkannte und ihn zur Akademie der Jedi brachte. Er war also ein Student hier? Ja, er war wirklich ein Jedi. Ja. Zum ersten Mal in seinem Leben war Desan friedlich. Er hatte andere gefunden, die ihn so gern hatten, wie er war. Andere, die ihn ermutigten, seine Talente weiterzuentwickeln. Mit der Zeit änderten sich die Dinge jedoch. Wie? Er wurde kalt. Ernst. Er belächelte die anderen Studenten wegen dem, was er für ihre Schwächen hielt. Und stritt, manchmal sehr hitzig, mit seinen Lehrern. Während einer Übung streckte er plötzlich einen anderen Studenten nieder. Er tötete ihn kaltblütig. Desan sagte, er wäre zu schwach gewesen, um ein Jedi zu werden. Er floh, bevor wir ihn zur Rechenschaft ziehen konnten. Und seither blieb er verschwunden. Bis jetzt? Ja. Kyle, es tut mir leid wegen Jan. Ja. Sicher, gib mir nur ein Lichtschwert und ich bin wieder verschwunden. Wie du willst. Dein Lichtschwert befindet sich irgendwo in den Tempelruinen im Süden. Um es zu finden, musst du in der Lage sein, die Macht gezielt einzusetzen. Während deiner Prüfung werde ich versuchen, etwas über Desans Aufenthaltsort zu erfahren. Viel Glück. Ja, erstmal super gemacht mit dem Luke Skywalker. Schön, dass er die originale Synchronisationsstimme hat. Sehr fein, sehr schick. Tja, und wir wissen nun, die Prüfungen sind im Endeffekt nichts anderes als ein verstecktes Tutorial. Aber ich denke mal, das brauchen wir auch, wenn wir mit einem Lichtschwert umgehen sollen. Wir können mal hier einen Blick nach draußen werfen. Nichts. Was schreit denn hier einer rum? Okay, auf das Pad schauen. Trainingsländer nach dem Lichtschwert suchen. Dann suchen wir mal nach Lichtschwert. Lichtschwert, huhu, Lichtschwert, bist du hier drüben? Hallo, Lichtschwert. Hier scheint erstmal kein Lichtschwert zu sein. Jo, Treppe rauf, Tür auf, Lichtschwerti, huhu, Lichtschwerti. Wie wir wohl jetzt gerade feststellen, ist es doch nicht ganz so einfach. Trainingsgelände, die Frage ist nur, wo ist dieses besagte Trainingsgelände? Ich würde sagen, wir fahren einfach nach unten. Und schauen uns hier ein wenig um. Aber wir haben jetzt gerade was anderes Interessantes festgestellt. Habe ich gerade gesehen. Diese Dinger sind keine Nischen, sondern Türen. Dann haben wir das ganze Trainingsgelände. Ich denke mal, hier oben sind wir bei den schicken Balkons. Und türtechnisch wird es da unten reingehen. Aber wenn wir schon mal hier oben sind, gucken wir nochmal da drüben in die Tür rein, was uns da dann erwartet.
Sie setzen die Macht ein. Ach, der Klassiker, der kleine Laserpointer. Aha. Okay, jetzt haben wir erstmal soweit unsere Übungen gesehen, dass wir wahrscheinlich jetzt alles gleich noch selber machen dürfen. Doch, Eingang Trainingscenter. Aha. Ich tippe mal hier eins runter. Oh. Und dort haben wir dann eine Tür, die dann wahrscheinlich ins... Nehmen wir. Auch noch nicht ins Trainingscenter führt. Ah, hier ist eine Tür offen. Okay. Interessant. Achso, Lichtschwert sucht man ja angesagt. Ah, ein weiterer Durchgang. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, aber ich denke mal, wir gehen den Weg einfach mal weiter. Die Tür war ja erst verschlossen, also könnte man davon ausgehen, dass das gar nicht mal so falsch ist, hier lang zu gehen. Und eine neue Tür. Okay. Sieht alles nicht so vertrauenserweckend aus. Hier mal ein Gang. Gucken wir da rein. Wir können gucken. Haben wir so ein Nachtsichtgerät noch? Interessant. Das war wirklich der Eingang. Wir sind durch dieses schicke Rohr nach unten gerutscht. War ja nicht ganz so wie geplant. Da haben wir eine Tür. Wir sind noch immer weiter beim Umschauen. Die Tür öffnet sich nicht. So wirklich... Ah, was haben wir denn da oben? Aber da kommen wir noch nicht hin. Wald, Mangel, Macht ist da nichts. Okay, versuchen wir unser Glück weiter. Ah. Machtschub. Dauer, sofortige Wirkung. Wirkt auf Objekte oder Personen. Wirkung ermöglicht das Wegschieben von Objekten und Selbstverteidigung auf vor Raketenangriff sowie Würgegriffe. Aha. Der hier kann bestimmte Feinde Objekte direkt wegschieben. Okay. Soweit super. Aber wie setzen wir sie ein? Auf alle Fälle haben wir unsere erste Macht bekommen. Ah! Alles klar, die Macht wird aktiv gezeigt, sobald wir etwas haben, was wir bewegen können. Das löst das Rätsel nicht ganz so. Die Frage ist, wie lösen wir dieses Rätsel? Ah, ich habe eine Vermutung, dass er ganz wird wahrscheinlich. Jo. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Okay. Ah! Da haben wir einen Hinweis. Ah. Da haben wir unsere Hinweise bekommen. Jetzt ist es ja eher weniger wie Star Wars, sondern jetzt haben wir eher die Nummer wie Indiana Jones. Was haben wir hier? Aha, passt schon. Dieses ist das da. Das heißt, wir müssen es schieben.
die Plattform drehen. Die lustige. Das sieht eher aus wie so eine Art Namenmaske. Finde ich persönlich ganz hübsch. Gerne mehr davon. So, jetzt haben wir hier noch ein Rätsel und da noch ein Rätsel. Schubsen. Okay, passt schon. Und wir müssen ein Stückchen rüber. Gar nicht mal schlecht. Ah, finde ich auch. Persönlich super gemacht. Und wir kriegen die nächste Fähigkeit. Schauen wir mal rein. Machtgriff. Dauer sofortige Wirkung. Wirkung nur auf Objekte. Ermöglicht dem Jedi das Heranziehen bestimmter Objekte. Stufe 1. Der Jedi kann Schalter und Objekte unter dem Fadenkreuz bewegen. Zusätzlich kann er seinen Feind heranziehen. Aha. Finde ich ja persönlich immer ganz gut. Die Frage ist nur, wie nutzen wir das? Ich glaube, ich weiß, wohin ich gehen muss. Aber wie komme ich da oben rauf? Ja, gute Frage. Witzig gemacht. So, okay. Jetzt haben wir das Gegenstück zu schieben. Und zwar ziehen. Die Olle Luca hat hier sich ja was ganz Feines eingefallen lassen. Können wir das schon mal ziehen? Das auch? Können wir die eigentlich wieder reinschubsen? Nein. Aber wir können runterfallen. Runterfallen ist auch mal super. Können wir von hier schon mal die anderen rausziehen. Dann brauchen wir nachher nicht umfummeln. So, das sieht doch bis hierhin schon mal super aus. Einmal kurz gesprungen. Das nenne ich dann doch mal ein echter Plattformer hier. Und die Tür ist offen. Und die nächste Fähigkeit. Welche ist das? Schauen wir uns doch mal an. Macht Geschwindigkeit 5 Sekunden auf Jedis. Der Jedi wird schneller. Der Jedi ist 33% schneller. Sozusagen ein bisschen Art Speed. Hinterhält. Jetzt wissen wir auch, für was wir diese Fähigkeit brauchen. Ich habe keine Ahnung, wie wir die eigentlich aktivieren. Haben wir sonst noch hier etwas? Die Tür öffnet sich nicht. Also muss es zwangsweise hier oben weitergehen. Kurz mal ein Quicksave gemacht, weil wir haben ja schon lange nicht mehr gespeichert. Ich denke mal, als erstes sollten wir mal versuchen, ob wir die ganzen Plattformen von hier aus schon mal rauskriegen. So, sieht schon mal super aus. Ja, das war ein Satz mit X. Das war nix. Aber eins, was schon mal witzig ist, das Ganze hat ein bisschen dann Slow-Motion-Effekt, wenn wir schneller sind. So. Obwohl, das Ganze erinnert mich noch an ein ganz anderes Spiel. Hat es nicht auch ein bisschen was von Tomb Raider? Okay, so wird das nichts. Alles super bis hierher mit Springen. Das Einzige, was wir nicht gereilert haben, ist die Plattform zu springen. Aber gut. Yes, yeah. Diese hässlichen Pfeiler hier in der Seite sind auch ziemlich nervig, weil die verhindert einfach, dass man hier einfach dann lang geht und springt. Weil wenn man dagegen springt, katapultieren wir einen förmlich von der Stufe runter. Und Kyle ist auch ein ziemlich schneller Genosse hier. Okay, ziehen wir die nochmal raus. Nochmal, nochmal. Ja. So, jetzt heißt es Speed. Okay, wir haben ein Versteck gefunden. Wobei ich noch nicht so richtig weiß, wo es der Kurs weiterbringt. Aber wir versuchen mal, ob wir bis hier rüber springen können. Nein.
Okay. Wir sind dann erstmal hier ein Stückchen weiter. Immer hat uns die ganze Aktion ein Bacta-Kanister eingebracht und von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm und tragisch. Die Frage ist, wie kommen wir hier weiter? Ah. Es geht nach unten. Skywalker hat sich Mühe gegeben, das hier nicht so einfach zu machen. Okay. Dafür brauchen wir den Speed. Cleveres, cleveres Kerlchen, aber nicht clever genug. Okay. Lustiges Rätsel. Ja, aber dieses Rätsel werden wir jetzt nicht mehr lösen, weil unsere Zeit ist schon wieder um. Dieses Rätsel lösen wir in der nächsten Folge von Let's Play The Jedi Knight 2, The Jedi Outcast. Ich bin immer noch MacVurago und sag hiermit Servus und Ade.